ici la station Corse. Nous avons intercepté un message crypté. Il donne. That's in the Golan. Don't now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen. Eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Frigata Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen. Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nachher vor durch. Ma'am. Meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information, über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal, was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Aussicht an der Bahnsteigkante, 6. Oktober, 4 Uhr, 11 Uhr. Ja, 4 Stunden, 4 Uhr 11 morgens, ja. Ich spiele mit den Birds. Ausgezeichnet. Wieder ein Luftlevel wie im ersten Call of Duty Teil, den ich damals überhaupt nicht gecheckt habe. Aber jetzt weiß ich, wie sowas geht. Im Übrigen spielen wir jetzt in HD, also in Super HD, weil ich die Auflösung meines Bildschirms erhöht habe. Weil ich befürchtet hatte zuvor, dass ich es nicht rendern kann, konnte, wie auch immer. Weil, ja, weil ich so viel Speicherplatz verbraucht hat. Walschers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen. Okay. Lagerhaus 1, Bravo 9, das andere. Baseplate, unser Fenster schließt. Also ich mag die Luftlevel überhaupt nicht. Ah, wir machen jetzt kein Luftlevel. Na gut. Okay, ausgezeichnet. Moment, mein Mikrofon wieder, ihr kennt es ja. Das vergesse ich immer zu positionieren. So. Dann klären wir mal ein paar Leute ab. Ich weiß nicht, ob wir gerade für Franzosen, für Russen oder Amis spielen. Also nach Amis sieht es eher nicht aus. Ach, wieder so ein Tarnungslevel. Ey, lass mich doch auch mal was machen. Fallo, Fallkroft. Den mache ich jetzt aber. Glaub mir meinen Job. Wegen dir werde ich noch arbeitslos. Ja, ja. Haben wir noch was anderes? Nö. Sichern Sie das Lagerhaus. Ey, lass mich durch, Griffin. Peter Griffin ist es. Okay, hoffentlich hat er mit den Tasten getippelt. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Hä? Soll ich stürmen? Oder musst du erst die Lage checken? Ich gehe einfach. Ist mir egal. Was für eine Ecke. Springen die gleich um. Oh, falsch. Der klaut mir echt alle Kills. Warum bin ich denn hier, wenn du es alleine machst? Bravo 6, hier ist Sierra 1. Zwei Feinde im obersten Geschoss des Gebäudes. Ich schieße. So, jetzt will ich aber auch ein paar Kills abstauben. Außenbereich ist sicher. Okay. Werde ich hier in diesem Part überhaupt noch einen Feind killen? Wow. Ey, wartet auf mich. Ah. Ai, ai, ai. So, jetzt ist mal wieder Redepause. Jetzt wird geballert. Da oben ist einer. Ach, jetzt werden Sniper vom Vorteil. Ja. Selbe kommt mir irgendwie auch bekannt vor.
ich weiß nicht, welches Level das war. Also so ähnlich meine ich. So, öffnen Sie die Trucktür. Von wo kommt denn der her? Von Großbritannien. Ah ja, logisch, wir sind ja auch bei London dran, ne? Bravo 6, Vorsicht! Was? Oh fuck! Ich sehe ja gar nichts. Ah. Nein! Will ich mich selber killen? Die Antwort, ja. Ich muss mir erst an der neuen Auflösung gewöhnen. Ich spiele jetzt damit 1920 mal irgendwas. 1800. Was mit der kleineren Auflösung leichter zu spielen. Naja, ist eine Gewöhnungssache. Hoffe ich zumindest. So, und jetzt? Ey! Ich kann hier gar nichts mehr gescheit killen. Jetzt spiele ich wie ein Noob. Was ich auch bin. Bam, auf den Kopf erwischt und... Ich spray jetzt ein bisschen rum, das ist die einzige Lösung. Wenn man nicht sehen kann, wo die Feinde sind. Das ist alles so Pixelvisier. Das heißt, die Pixel. Der Bildschirm ist zu groß. Muss mich erst daran gewöhnen. Ich habe ja einen neuen Bildschirm gestern bekommen. Jetzt muss ich mich erst an den neuen Bildschirm gewöhnen. Beziehungsweise der neuen Auflösung, wie gesagt. Hey, das ist Will Smith. Er dreht wohl einen neuen Film. Das ist aber gerade gut. Wer zu uns? Ja, ne? Ey, jetzt bin ich voller Dreck. Schönen Dank auch. Behaltet eure Granaten, ich brauche keine. Ich könnt es euren Müttern schenken. Am besten so Granate. Hier Mama, dein Muttertagsgeschenk. Oh, danke mein Sohn. Pff. Wow. Glänzgranate. Steht mir doch nicht im Weg, Mensch! Ich hätte es gerade so gut abstauben können, aber nein, ihr steht mir im Weg. Gut, dass es kein Multiplayer spielt, dann würde ich mich vielleicht noch mehr aufregen. Nehmen wir eine andere Waffe, vielleicht geht es dann besser. Ja. Kommt auf die Waffe an. Ah! Ja, schieß ruhig auf mich, genau. So. Geht ja ganz flott voran. Auch wenn ich hier gerade spiele wie ein Noob. Oder kann auch sein, dass ich es mir einbilde. Aber ich glaube, ich spiele wie ein Noob. Die nächsten Haltestellen überprüfen. Finden Sie aus, wo Sie hinwollen. Geh lieber auf den Boden. Da fällt es denen schwerer, mich zu erwischen. Und zwar beim Stehlen, meine ich, ne? Ich stehle ihnen das Leben. In Wirklichkeit ist jeder Soldat ein kleiner Dieb. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, warten wir noch ein bisschen, okay. Ausgezeichnet. Und jetzt fahr! Smithers, fahren Sie! Ich muss wahrscheinlich auf den Zug schießen. Kann ich so schießen? Nee, ne? Doch. Eigentlich ist doch ein Zug schneller als ein Auto, oder? Keine Ahnung. Ja, halt meine Kollegas nicht ab. Die müssen mir noch helfen. Für die nächsten Parts noch.
Danach können sie ruhig sterben. Und beim nächsten Part werde ich, beim nächsten Call of Duty Let's Play werde ich mich dann wundern, wo sind meine Kollegen? Warum muss ich alles alleine machen? Hallo? Na? So, das sind auch nicht alle Tage, was? Oha! Wow! Also der Fahrer, der hat echt Nerven, sowas einfach zu riskieren. Ich erwische ja gar keinen. Ah, jetzt habe ich den ersten erwischt. Toll. Muss ich den etwa abklären oder was? Wow! Ich sehe gar nichts mehr. Alles voller Staub und Dreck und... Oh, und Scheiße! Hoffentlich geht das gut. Smithers, ich hätte jetzt gerne meinen Kaffee. Es leckt. Auf zu lecken. Leck. 2 FPS. Okay, es fängt, hat sich wieder gefangen. Zum Glück auch. Sonst hätte ich mir einen neuen PC gekauft. Nur für 2000 Dollar. Den anderen hätte ich verbrannt. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, wie ist Ihr Status? Hey, Sitzke Wallekopf, was geht? Das Level ähnelt irgendwie dem Level da im Flugzeug. Naja. Das habe ich auch vorhin als Testen gespielt, das Level. Mit dem Flugzeugabsturz, das habe ich zum Testen verwendet, um zu schauen, ob es auch funktioniert mit dem Rendern und so. Und mit Auflösung. Er lebt noch, oder? Er bewegt sich aber noch, obwohl er tot ist. Das Level erinnert mich echt an Battlefield 3. Zumindest der Co-op-Modus, da gibt es auch so ein Level. Wir haben einen Bahnhof. Alter! Was macht denn das so für ein Geräusch? Ach, das ist ja nur mein Herz, na dann. Ich dachte schon, das wäre was Ernstes. Ah. Alter! Jetzt warte ich aber, bis ich wieder regeneriert bin. Und das war ist jetzt. Ich sehe gar nichts mehr. Na gut, dann sehen sie jetzt eben auch nichts mehr. Du bist ein Slenderblender. Slenderblender? Diesen Begriff habe ich gerade erfunden. Was gibt's denn für Filme im Kino? Time. Deeper Special Forces und irgendein Trailer, keine Ahnung. Okay, schauen wir uns mal die Karte an. Achso, das ist der Linienfahrplan. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Westminster. Okay Leute, so sieht der Bahnhof von Westminster aus, ne? Also falls ihr mal nicht den Bahnhof, falls ihr mal nicht sicher seid, ob das der Bahnhof ist, dann schaut euch dieses Play an und ihr werdet es wissen. Ach, was man alles in Ego-Shooter lernt. Ich brauche eine neue Waffe. Ich habe meine, ich hab keine Munition mehr. Und ich brauche ein neues Leben, denn ich werde jetzt gleich sterben. Ja. So, die hier.
Reloading und keep shooting. Ich glaube, ich schmeiße eine Granate auf die. Das tue ich mir auch nicht so weit an. Und boom. Habe ich einen gekillt. Ja, sieht gut aus. Roll, Treppen, Roll, Treppen, Roll, Treppe, Granate. Oh, ich verpiss mich. Ah, scheiße, das war knapp. Es leckt jetzt nicht mehr. Warum leckt es so? Wahrscheinlich, weil meine Grafikkarte nicht so gut ist. Aber ich habe eine gute Grafikkarte. Die ist aus Windows 5, die ist vom Jahr 2000, 1995, damals gab es auf Windows 95. Das war damals die beste Grafikkarte und wird heute wohl noch immer die beste sein, Granate. Habe ich jemanden gekillt, ohne hinzuschauen? Cool. So schaffen nur Profis. Okay, hier für euch. Unfreundliche Verkäufer. Schießen einfach auf die auf die Kunden. Ich möchte ihren Chef melden. Dass sie so eine Scheiße machen, dass sie auf die Leute schießen. Und jetzt läuft es auf einmal extrem flüssig. Wird mich gewundert. Nehme ich überhaupt auf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nehme ich überhaupt nicht auf und ich werde diesen Part neu machen müssen. Weil ich zu blöd war, diesen jetzt aufzunehmen. Da kann ich ja sagen, was ich will. Es ist voll scheiße, das Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Voll billig Spiel. Sage ich dann überhaupt was? Nee, Spaß. Ich nehme schon auf. Und falls ihr diesen Bart seht, dann ist es gut. Dann ist alles glatt gegangen mit den Rändern und so. Wahrscheinlich muss ich den dann später doch mit Movie Maker rendern. Weil er sich weigert. Na komm, sag uns, wo die Geiseln sind, oder ich werde euch abknallen. Was sind das für eine? Hey Smith! Schnitt! 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 Okay Smith, du kannst aufhören! Hallo? Hörst nicht auf mich! Verdammt, ich kann nicht auf den ballern! Geht nicht! Alter, ich dachte, es geht! Achso, ja! Wie peinlich! Also bisher erinnert mich auch an Battlefield 3. Auch Koop wieder. Der Truck ist jede Sekunde hier. Wir müssen diese Straße abriegeln. Sofort. Oh, ist weg. Nicht mehr. Alle Mann an der Straßensperre. Formieren. Da ist der Truck. Feuer frei. Soll ich auf die Polizei knallen? Ich meine, die verfolgen den, ne? Und ach egal. Ich kann daraus keinen Witz machen. So, ihr seid verhaftet, einsteigen, los! Was steht da? Naja, gut, dann bis zum nächsten Part, oder? Hallöchen, ne, was wollt ihr? Ich mache euch mal ein bisschen stalken, ne? Ich stalke euch jetzt ein bisschen. Schau mal, da kannst du spielen. Und ich muss mal kurz Nacktfotos machen gehen, okay? Und was soll ich jetzt bringen? Was mache ich da eigentlich? Ich check's nicht. Was muss ich hier machen? God save the Queen. Gehört das überhaupt noch zum Level oder ist es schon das nächste Level? Ich habe keine Ahnung. Lebe ich überhaupt noch? Hallo? Ja gut, dann jetzt halt bis zum nächsten Part, ne? Ciao.